So langsam, aber sicher geht er auf die Zielgeraden. Der Mittelrhein-Pokal, erstes Halbfinale des Turniers, der TSC Euskirchen gegen die Alemannia aus Aachen. Der einst so große Verein aus der Kaiserstadt, auch heute noch ein Publikumsmagnet. Rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich im Erftstadion eingefunden. Die sportliche Ausgangslage vor der Partie relativ klar. Aachen derzeit Vierter in der Regionalliga West, allerdings ohne Chancen auf einen Aufstieg. Klarer Favorit. Auf der anderen Seite die Euskirchener im unteren Mittelfeld der Mittelrheinliga, selbstverständlich Außenseiter in dieser Partie. ETSC-Trainer Frank Molderings meinte, vor dem Spiel für die Aachener sind wir sicherlich ein Freilos, aber die Partie natürlich ein Highlight für all seine Jungs, die dementsprechend top motiviert und in der ersten Halbzeit in Schwarz von links nach rechts starteten. Aachen dagegen ein bisschen schlafmützig. Die Kugel ist schnell weg und schon wird's richtig gefährlich. Rico Rollepatz nach nicht einmal 5 gespielten Minuten. Trotzdem der Spielverlauf so wie erwartet. Die Alemannia bestimmte das Geschehen auf dem Rasen, hatte viel Ballbesitz. Die Gastgeber hielten mit einer weitestgehend kompakten Defensivleistung dagegen nur selten. Die Aachener mit so viel Raum, Arda Nebi und Keeper Marco Höschel hält seinen Kasten sauber. Gut 20 Minuten gespielt. Die Ecke direkt danach ebenfalls nicht ungefährlich. Hackenberg per Kopf, aber insgesamt war es eine enge Partie ohne die ganz großen Highlights. Aachen fiel nicht so richtig viel ein gegen eine konzentrierte Euskirchener Hintermannschaft. 0:0 zur Pause. Aus dem Spiel heraus die Aachener also ohne große Torgefahr. In der zweiten Hälfte dann aber immerhin die Ecken gefährlich. Marcel Damaschek per Kopf und Höschel nach wie vor auf seinem Posten. Der nächste Versuch. Mai Kühnel mit der nächsten guten Hereingabe. Nächste gute Gelegenheit. Toru Nariga, aber der Euskirchener Keeper ohne Blöße. Und weil es so schön war, Kühnel zum dritten und jetzt ist er tatsächlich drin. 50. Minute Damaschek mit der Führung für Aachen. Alle guten Dinge sind drei, hat wohl noch nie so gut gepasst wie heute. Der 21-jährige Innenverteidiger aus der Jugend des 1. FC Köln erlöst sein Team und dieses Mal kann auch Marco Höschel überhaupt nichts machen. Ganz stark aber auch zuvor die drei richtig guten Hereingaben von Mike Kühne. Das Tor für die Gäste natürlich eine Befreiung, auch weil Euskirchen es nicht schaffte, die Aachener Hintermannschaft so richtig in Bedrängnis zu bringen. Eher im Gegenteil, der Favorit drängte auf die Vorentscheidung. Gut 80 Minuten gespielt, der TSC warf noch einmal alles nach vorne. Die Mannen von Frank Molderings gaben sich nicht auf, versuchten viel, aber sie machten in der Defensive auch die Fehler, die du dir gegen ein klassenhöheres Team nicht erlauben darfst. Tabel mit dem Luftloch, Feysulahu mit dem Tunnel, die Alemannia eisekalt. Euskirchen über weite Strecken der Partie kompakt und kampfstark in der Verteidigung, aber das wenige, was sie anboten, das nahmen die Aachener dankbar an. Mergim Feysulahu bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet mit seinem ersten Treffer im Pokal. In der Liga hat der Angreifer in dieser Saison bereits 12 Mal getroffen und ist damit der gefährlichste Torjäger seines Teams. Die Partie mit dem 2:0 gelaufen, kurz darauf war Schluss. Alemannia Aachen steht also als erster Finalist des Mittelrhein-Pokals fest. Die Euskirchener mit einer guten Leistung, die Partie lange offen, aber am Ende der Favorit abgezockter, erfahrener und deshalb nicht unverdient mit dem Sieg. In knapp 2 Wochen dann das zweite Halbfinale, da wird es noch einmal richtig spannend, wenn Viktoria und Fortuna Köln im Stadtderby um das letzte Ticket zum Finale kämpfen.